Servus, grüß euch. Willkommen wieder zu unserem Fußballkindergarten. Wie immer montags und donnerstags. Wie immer auch ist Dienstag und Freitag unser Fördertraining und Mittwoch unser Torwarttraining. Okay? Der heutige Fußballkindergarten dreht sich um das Thema Bauernhof. Das ist der Chris, ich bin der Markus. Okay? Ich bin der Trainer beim Bauernhof oder der Bauer. Und der Chris ist der Helfer bzw. das Kind heute. Okay? Du darfst es einfach wie immer nachmachen. Wir brauchen folgende Materialien für unseren Bauernhof. Du kannst hier wieder 4 Handtücher nehmen für die Hände, also kleine Handtücher einschlagen, dann kommst du ja, ungefähr auf die Größe wie diese Leinmarke, wie diese Trainerleinmarke. Dann brauchst du bitte 4 Becher, Klopapierrollen, Flaschen, Plastikflaschen am besten, was auch immer, 4 verschiedene. Okay? Klopapierrollen eignen sich super, weil die nicht so rutschen. Und zusätzlich noch eine Zeitung. Gut. Wir starten gleich mit dem Aufbau. Nimm die 4 Handtücher, braucht man erst später. Also die 4 Klopapierrollen. Ich habe hier Hütchen, Trainerhütchen. Baust du jetzt wie folgt auf. Das Tor steht wie immer hinten an der Wand. Jetzt so 3-4 Meter weg vom Tor. So, baust du jetzt 4 Kühe sind es. Okay, du baust 4 Kühe auf. Schau mal, dass bei mir passt ungefähr so ein Fuß dazwischen. So, hier noch wieder Fuß dazwischen, genau. Und die letzte Kuh hat auch noch ein bisschen Platz. Ja. Und einen Heuhaufen, den legen wir so ungefähr auf die Höhe der ersten Kuh. Okay? So, einen Ball brauchst du natürlich, wie immer. Jetzt heißt es Kühe füttern. Das machst du wie folgt. Den rechten Fuß stellst du knapp neben den Heuhaufen. Okay, den linken ein bisschen weiter weg. Und jetzt fängst du einfach mal an zu wippen. Das ist nämlich ein Trick, der nennt sich auch Cristiano Ronaldo. Heißt, du wippst, wippst, wippst und wenn du dich sicher fühlst, spielst du den Ball mit dem rechten Fuß hinter dem linken Fuß vorbei. Schau mal her. Und spielen hinter dem Fuß vorbei zur ersten Kuh. Du kannst sie noch kurz berühren, gehst an der Kuh vorbei, schießt den Ball mit, weißt du es? Mit rechts. Nein, mit links. Mit links. Okay, wir schießen heute die erste Runde mit links. Ich mache es nochmal vor, gleich bei der zweiten Kuh. Und zwar, du drehst dich ein bisschen so zur zweiten Kuh hin und du wippst wieder. Wippen, wippen, wippen. Und wenn du dich sicher fühlst, spielst du den Ball hinter dem linken Fuß vorbei zur nächsten Kuh. Okay, Kuh berühren, linker Fuß und Schuss ins Tor. Alle 4 Kühe füttern und dann machen wir einen Wettkampf. Okay, jetzt probier es erstmal so sauber wie möglich. Ich gehe auf Abstand. So, rechter Fuß an den Heuhaufen, linker Fuß ein bisschen weiter weg und wippen. Auf, ab, auf, ab, auf, ab und hinterm Fuß wippen, weiter wippen. Ja, das war auch die falsche Kuh. Machen wir nochmal, Chris. Ja. Ich habe meinen Heuhaufen weggeschoben, das ist das Problem. Ja, 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 ja. So. Genau, versuch wirklich, wenn du wippst und dann spielst du und dann schiebst du das linke bisschen nach vorne, das linke Bein, okay? Weil sonst ist es im Weg. So ist gut. Erste Kuh, jawohl. An der Kuh vorbei, denk dran, mit links schießen und Ball holen, ab zur zweiten Kuh. Wir gehen wieder zum Heuhaufen, der bleibt immer da. Heuhaufen bleibt so, du drehst deinen Körper ein bisschen zur nächsten Kuh, genau seitlich zur weißen Kuh stehen und wippen, wippen, wippen. Irgendwann spielen Fuß nach vorne. Jawohl. Zweite Kuh ist gefüttert. Ab ins Tor damit. 2 haben wir noch. Lippen, lippen, lippen. Dreh dich noch ein bisschen mehr zur gelben Kuh. Ja, so ist gut.
Schön. Kuh füttern. Vorbei und Schuss. So, letzte Kuh. Die wartet schon drauf, hat endlich was gekriegt. Blaue Kuh. Und du da vorne? Ja. Sehr schön. Genau ins Eck. Super. So. Der Chris hat das jetzt richtig gut gemacht. Weil wenn du deinen Fuß stehen lässt oder nicht genug, weit genug nach vorne schiebst, dann wirst du dich hier an die Ferse, wirst du dir den Ball hier an die Ferse spielen, okay? Darum, geh ruhig mit dem Fuß etwas weiter vor. Zack. Okay? Mhm. Also okay. So stehen wir nicht im Weg. Gut. So, Feuerhaufen, wir machen jetzt einen kleinen Wettkampf wieder. Der Wettkampf dauert jetzt ein bisschen länger heute, weil die Übung auch gar nicht so leicht ist, beziehungsweise der Trick am Heuhaufen ist nicht so leicht. Trotzdem alle vier Kühe füttern und wer zuerst alle vier gefüttert hat, den Ball ins Tor geschossen hat, gewinnt. Okay, es dauert ein bisschen länger. Schau einfach, dass du den Chris schlägst. Ja. Gut. Du kannst den Ball auf den Heuhaufen legen, kurz warten aufs Signal, daheim auch bereit machen, auf die Plätze, fertig, los, wipp so lang du kannst, brauchst, ja, wenn du dich sicher fühlst, geht's los. Stopp, Wettkampf abgebrochen. Oh. Wettkampf abgebrochen, wir machen nochmal eine Runde sauber. Jetzt hast du erst, pass auf, schau, jetzt hast du erst das Bein nach vorne geschoben, so, und hast dann gekickt. Ja. Das ist leider nicht erlaubt. Beziehungsweise, wenn du den Trick dann mal später machst im Spiel, dann ist es einfach auch nicht schnell genug. Weil, pass auf, ich zeige es dir nochmal, wie es richtig ist. Also, erst kicken und dann kick Bein nach vorne, okay? Weil jetzt kannst du dich sofort hier so wegdrücken und bist ein bisschen schneller unterwegs. Okay? Okay? So, mach noch zwei Kühe schnell füttern bitte. Nochmal sauber. So, erst kicken und dann das Bein, super. Gut. Schuss mit links, nicht vergessen, genau. Machen wir die zweite auch nochmal, bis wir ganz sicher sind. Wippen und kick, Bein nach vorne. Kick, Bein nach vorne, super. Gut. So, okay, bereit für den Wettkampf, bist du sicher? Jetzt fühle ich mich gut, ja. Wenn du zu Hause sagst, ich brauche noch ganz kurz, drück auf Pause, fütter einfach nochmal alle vier Kühe durch und dann müsst ihr schon hinhaben. Okay, nimm dir deine Zeit, wenn du sagst, jetzt kann ich den Trick mit Kickbein, dann startest du den Wettkampf, okay? Gut, bereit machen. Darfst ruhig schon zum Wippen anfangen. Okay. Wippen, 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 auf die Plätze. Fertig, los. Kickbein, jawohl, füttern, gut. Wenn du einen Heuhaufen verrutscht mit dem Fuß ein bisschen zurück. Und jetzt bist du sehr weit. Ja. Vielleicht Zeit läuft, Chris, gell? Zeit läuft. Ja. Erste Kuh haben wir. Ruhe da. Sehr gut, zweite Kuh. Schnell wieder zum Heuhaufen. Wir brauchen frisches Heu. Drehe ich noch mehr zur dritten Kuh? Ja, so ist besser. Gut. Schuss mit links. Letzte Kuh. Auf geht's, Saute. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Noch eine Kuh. Schnell. Genau. Da ist sie. Super. Kuh füttern und rennen. Gut. Stopp. Schaust einfach nach, ob du daheim die Zeit geschlagen hast. Wenn ja, überragend. Wenn es noch nicht ganz gereicht hat, probier es einfach nochmal. Okay? Das dauert nicht lange, du schlägst es an die Zeit. So schnell war die nicht. Gut. Wir brauchen natürlich auch den anderen Fuß. Heißt, du verrutscht einfach nur den Heuhaufen.
Okay, ein Heuhaufen, so knapp neben die blaue Kuh. Und wir probieren das Ganze jetzt. Ihr seht jetzt leider nur meinen Rücken, macht aber nichts. Den Trick dürftet ihr gut erkennen zu Hause auch. So, linkes Bein knapp neben den Heuhaufen, rechtes Bein etwas weiter weg. Erste Kuh anvisieren. Und denk wieder dran, erster Kick, dann das Bein. Okay, wippen, 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 wenn du dich sicher fühlst. Siehst du schon, ich habe das Gewicht hier drauf, ich wippe auf dieses Bein. Das Bein ist in der Luft, ich kicke und schiebe das andere nach vorne. Okay, Kuh füttern, zack, Schuss mit. Jetzt aber mit rechts. Schuss mit rechts, okay. Ich mache noch eine Kuh, dann darfst du gleich. So. Ei, ei, ei. Ja, die Zeitung rutscht ein bisschen auf den Teppich, macht nichts. Du sollst auch nicht die Zeitung berühren, sondern den Ball in der Mitte treffen ungefähr. So, Kuh anvisieren. Wippen, wippen, wippen. Wenn der Wippfuß oben ist, kickst du. Wippfuß ist oben. Kicken und das andere Bein nach vorne. Okay? Zack und rein. Wenn du willst, stell dir wieder irgendein Ziel rein. Wenn dir das zu leicht ist, wenn dein Tor zu groß ist, dann kannst du in die Ecke schießen. In dem Fall jetzt am besten in diese Ecke. Ja. Lass mal einfach stehen. Tja, du probierst aus. Mhm. Erstmal so sauber wie möglich wippen. Ja. Wunderbar, Kuh anvisieren. Kickbein, das war sehr gut, gleich der erste, der funktioniert. In die Ecke. Nimm ruhig die rechte Ecke dann. Auf Zehenspitzen, sehr schön. Erster Wippfuß, da Kickbein, gut. Schaut sehr sicher aus. Man merkt, du bist Linksfuß. Du bist da ein bisschen leichter, ja. Chris ist Linksfuß. Der Trick mit links fällt ihm natürlich leichter so. Okay? Ja. Ja, irgendwie ist der vorher ist der nicht so gerollt, gell? Komisch. Was ist denn da jetzt los? Ist der Boden schief? Geht schon so. Wunderbar. Plack. Jawohl. Haben wir alle vier? Wir haben alle vier, ja. Gut! Tja. Okay. Denk wieder dran, du hast genau richtig gemacht. Ich mache es nochmal ganz langsam in Zeitlupe. Erster Kick, dann das Bein nach vorne. Okay, erster Kick, dann das Bein. So, du bist Linksfuß, ich glaube, du brauchst jetzt keinen Probeversuch mehr. Zu Hause, wenn du dir wieder nicht ganz sicher bist, drück jetzt vor dem Wettkampf einfach auf Pause, übst nochmal alle vier Kühe durch, alle vier Kühe auch zweimal füttern, macht gar nichts. Erst wenn du sicher bist, dann machen wir so schnell wir können. Wettkampf, dann versuchst du Chris zu schlagen. Okay, wenn alles sauber ist, du schaffst immer Kickbein, dann spul vor oder starte mit dem Wettkampf. Wo auch immer du gerade bist im Video. Gut, bereit zu Hause? So, darfst du schon zum Wippen anfangen? Auf die Plätze, fertig und los. Alle vier Kühe. Erste Kuh anvisieren. Jawohl, sehr schön. Schuss mit rechts. Den Trick, Cristiano Ronaldo. Mit links. Wippen, wenn du dich sicher fühlst. Nächste Kuh. Jawohl. Ab ins Eck damit. Kuh anvisieren. Also schaffst du es nicht, ja? Kuh anvisieren. Die weiße ist es bei dir jetzt. Eine dritte Kuh.
Wunderbar, vorbei an der Kurve und wusch, ab ins Eck. Oh, ein bisschen mittig, gell? Schuss. Ja, ja, ja. Letzte Kuh, jetzt muss ich weit Schultern drehen. Ja, Schultern in Richtung Kuh, die rechte Schulter. Letzte Kuh, der kommt genau. Füttern und rein damit. Jawohl, stopp. Gut. Gute Zeit. Wenn es noch nicht ganz gereicht hat, wie vorhin auch mit links, also mit den Linksschüssen, Trick war ja vorher mit rechts, jetzt war der Trick mit links. Einfach nochmal probieren. Ich glaube, es dauert wieder nicht lang, bis du seine Zeit schlägst. Das war, obwohl du das Linksfuß war, das war langsamer als vorhin. Gut, räumen wir zusammen schnell, das Aufräumen, Wärmen und dann gehen wir was trinken. Torwart können wir stehen lassen. Gut, bis gleich. Willkommen zurück. Nächste Übung. Du brauchst jetzt die vier Handtücher. Okay? Oder Geschirrtücher, völlig egal. Einschlagen, dass es ungefähr die Länge und die Form hat. Die vier Handtücher legst du jetzt hinter in die Ecke. Da brauchen wir jetzt wie so ein Kreuz. Okay? So. 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 Dass wir vier Felder haben. Vier Felder. So, okay. Also du kannst direkt an die Wand legen. Schräg zum Tor ist wichtig. Okay, ein bisschen versetzt. Da ist das Tor. Schräg zum Tor einfach so ein Handtuchkreuz aufbauen. Das Handtuchkreuz sind vier Felder. Okay, wir fahren raus mit dem Traktor, bewässern, düngern die Felder, pflegen unsere Felder. Und wir haben noch einmal eine Station für den Trick. Das Tor schieben, können wir ruhig ein bisschen runterschieben. So. Genau. Torwart wieder in die Mitte. Das passt. Ich gehe noch ein bisschen hinter. Das müsste reichen. So. Genau. Okay. Du nimmst den Ball. Du gehst jetzt Feld 1. Okay? 1. 2, 3, 4. Es geht im Feld 1 los. Du nimmst den linken Fuß zum Springen. Den rechten Fuß klappst du hoch. Okay? Heißt, der erste Sprung ist gleich ganz schwer. Du versuchst rückwärts zu springen in das nächste Feld. Okay? Und dich einfach zu halten. Wenn es ist, halte dich an der Wand fest. Bleib auf einem Bein stehen, wenn du es nicht schaffst. Okay? Es bleibt alles so auf dem linken Fuß. Zack. Bis du wieder zurück in Feld 1 bist, okay? Einmal im Kreis, 1, 2, 3, 4, 1. Okay? Alles klar. So, Ball nach unten, draufdrücken, nimm deinen Lieblingsfuß, ist völlig egal, welchen Fuß. Also du kannst auch den schwachen drücken, ich habe jetzt mit dem schwächeren gedrückt. Wichtig aber ist, dass du mit dem kleinen Zeh den starken Fuß nimmst, um den Ball ein bisschen zu beschleunigen, okay? Wir beschleunigen den Ball. Mein Lieblingsfuß ist der rechte, mein starker ist der rechte. Heißt rechter kleiner Zeh nach vorne und jetzt wieder den Ronaldo-Trick. Okay, mit links. Ich mache es nochmal vor. Ich brauche ein bisschen mehr Platz. Meine Füße sind zu groß, deine wahrscheinlich auch. Also, plumpsen lassen, drücken, egal welcher Fuß. Lieblingsfuß, welcher Zeh? Kleiner Zeh. Kleiner Zeh. Okay, ungefähr Richtung erste Klopapierrolle oder Hütchen, was auch immer du hast. Jetzt wieder kommt das Kickbein mit Wippen, okay? Halt dich ruhig immer wieder auch fest an der Wand, ist völlig egal. So, jetzt kommt das Wippen, heißt
Wenn du dir nicht sicher bist, hältst du lieber nochmal an. Linkes Bein in die Luft. Kickbein. Okay, und jetzt versuchst du sofort zu schießen danach. Mach es einmal im Schnitt. Also, plumpsen. Drück den nach unten. Kleiner Zeh. Runde Kickbein. Und Schuss. Gut, Chris. Du darfst anfangen. Versuch's einfach mal. Vielleicht hältst du noch mal an vor dem Trick in der ersten Runde. Mach ich. Zum Wippen. Also hier, linker Fuß. Linker Fuß, rechten Fuß hochklappen. Der ist gleich schwer, der Sprung. Gut gemacht. Und drüber, Feld Nummer 3, Nummer 4. Nochmal auf die 1. Plumpsen. Drücken. Na, genau. Lieblingsfuß? Ja, der linke. Der linke ist es bei dir. Kleiner Zeh. Stopp ich einmal? Du stoppst einmal, genau. Wippen. Und erster Kick. Dann das Bein nach vorne. Gut. Und versuch gleich den Ball zu schießen. Jetzt habe ich den Tor erwischt. Der geht noch. So. War sehr gut. Versuch so sauber wie möglich. Wir müssen es noch nicht schnell machen. Okay? Sauberkeit vor Schnelligkeit. Jawohl. Super. Kurz halten im Feld. Du machst es genau richtig. Plumpsen. Drücken. Jetzt. Ja. Schieben. Und pam. Sehr schön. Und noch zwei. So. Oh, Erdbeerfeld, Kartoffelfeld. Sehr schön. Maisfeld, Weizenfeld. Und nochmal Erdbeer. Drücken. Schieben. Kleiner Zeh. Ja. Oh, ohne Wippen. Super. Schieß wieder bitte. Versuche in die Ecke zu schießen. Okay. Ich erkläre vielleicht nachher, wie du da reinschießt am besten. Okay, aber versuche ins rechte Eck zu schießen. Okay. Eins, zwei, drei, vierter Sprung. Gut. Drücken. Schieben. Ja. Gut. Darf ich noch mal ganz kurz? Also der Chris hat das jetzt beim zweiten und dritten und vierten Versuch schon ohne Wippen geschafft, ohne Anhalten. Wenn du schiebst, also du schiebst, stellst das rechte Bein ab, links Kick und dann das rechte Bein nach vorne. Also es ist eigentlich rechts, links, rechts Schritt. So, schieben ist noch völlig egal, das ist jetzt noch nicht wichtig. Mach es einfach mit deinem Lieblingsfuß. Schieben, jetzt rechts, links in die Luft, rechts, okay? Ja. Ich glaube, so kann man sich's ganz gut merken, ohne anzuhalten. Noch einmal, schau noch mal genau auf meinen rechten Fuß, wo ich das Bein abstelle. Also schieben, okay, neben dem Ball, links und jetzt tue ich es nach vorne, dass ich mich selber nicht anschieße, okay? So, wenn ihr jetzt so ein bisschen nach hinten rollt, macht gar nichts, macht einen Korrekturkontakt, Chris. Und jetzt visier die Ecke an. Alles klar. Kann sein, dass der Ball nach hinten rollt. Ist jetzt nicht so tragisch, wir wollen ja erstmal den Trick lernen. Gut. Wie immer, ein Wettkampf. Sollen wir mal gegeneinander machen? Wir zwei. Ja? Ja. Okay. Wir machen zwei Wettkämpfe. A, drei Treffer. Okay? Dann machen wir wieder vier. Komm, wir machen wieder vier, wie immer. Wir machen, wer zuerst vier Treffer hat. Wenn du dir noch nicht ganz sicher bist, wieder Pause bitte. Der Trick ist das Wichtige auch. Okay? Wenn du das ohne Anhalten schaffst, dann starte den Wettkampf. Das Springen kannst du mit Sicherheit jetzt schon. Okay? Das gibt uns ein bisschen Power. Beinkraft vor allem in den Waden. Und den Trick, wenn du den beherrschst, starte mit dem Wettkampf. Ansonsten übst du einfach noch zwei, drei Mal. Gut, fang du mal an. Ich fange an zu zählen, sobald ich los sag. Auf die Plätze, fertig, los. Okay. Okay. So, auf die Plätze, fertig, los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf,
12. Gut. 12 Sekunden. Danke. Bist du bereit? Ja. Dann auf die Plätze, fertig, los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,5. Das heißt, du hast... Die alte Oma habe ich besiegt. Gut. Erster Wettkampf vorbei, oder? Haben wir's? Wir bauen um. Wir brauchen die andere Seite. Heißt, du schiebst es vorwärts einfach ein bisschen rüber. So. Dann darfst du die vier Felderkreuze auch mitnehmen. Die Handtücher. Und schauen wir, dass uns... Ja, vielleicht geben wir noch ein bisschen Griss. Weiter. So. So, dass man uns gut sieht. Ja, so müsste es noch drauf sein. Oder? Ja. Komm, wir gehen auf Nummer sicher. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Wir gehen noch ein bisschen rüber. Das packen wir schon. So. Ja. Gut. Passt. Gutes Hütchen. Passt. Ja. Hast du es gecheckt? Ja. Also. Wir fangen jetzt in Feld 4 an. Okay. Das war ja vorher 1, oder? Ja. 1, 2, 3, 4. Wir fangen in Feld 4 an. Linkes Bein. Hochklappen. Bin ich richtig? Ja. Ja. Linkes Bein hochklappen. Wir springen wieder zuerst zurück. Feld 3. Zack. Kurz halten. 2, 1. Und noch einen Sprung. Nochmal zurück ins Feld 4. Lass ihn plumpsen. Ich will ihn vielleicht nicht von hier oben plumpsen lassen. Das ist ein bisschen schwer. Sondern geh runter mit der Strecke. Die Arme durch. Nach unten leicht. Lass ihn plumpsen. Fuß auf den Ball. Okay, dass er ruhig ist, der Ball. Du schiebst es wieder, du schiebst ihn wieder mit dem starken Fuß, das ist ja bei mir der rechte, starker, kleiner Zeh. Okay, starker Fuß, kleiner Zeh, schieben. Ich mache es jetzt gleich mal so vor, in Zeitlupe, wie es ohne Wippen geht. Linkes Bein neben dem Ball, rechtes Bein in die Luft, Kick und jetzt wieder das linke Bein nach vorne. Nochmal. Schieben. Linkes Bein neben Ball, rechtes Bein in die Luft, Kick Bein, wenn er zu weit seitlich rollt, nochmal Korrekturschuss mit links. Okay? Willst du es probieren? Ich probiere es, ja. Gut. Erstmal Sauberkeit, Vorschnelligkeit wieder daheim, auch beim Chris. Rechter Fuß hüpft, linker Fuß ist hochgeklappt, ja. Feld Nummer, jawohl, haben wir alle vier. Drücken, Lieblingsfuß, gut, jetzt ist er, schieben Lieblingsfuß trotzdem, linkes Bein neben dem Ball, ja, nochmal, ja, aber ein bisschen daneben geschoben, macht nichts, linkes Bein neben dem Ball, ja, das war richtig gut gleich, sehr schön, sehr sauber war das. Warten immer in dem Feld, super. Also stabil stehen. Schieben Lieblingsfuß, Chris ist Linksfuß. Linkes Bein über den Ball, ja. Sehr flüssig, ohne den Ball zu korrigieren. Sofort geschossen in die lange Ecke. So muss es sein. Ah! Miep. Ich springe zuerst zurück. Oh, stimmt. Zehenspitzen, ja. Und zack. 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 Zurück in den Start. Drücken. Gut. Neben Ball, ja. Und nach vorne. Das war's denn? Ja. Einmal noch. Zurück. Rüber, vor, rüber, drücken, schieben, Neberball, gut, und dann der Kick, Bein nach vorne. Sehr gut. Sollen wir wieder einen Wettkampf machen? Ja.
Lass dir daheim wieder Zeit, Pause drücken. Wir haben alle Zeit der Welt. Okay? Und wenn du sicher bist, ohne dass der Ball angehalten werden muss, dann starte mit dem Wettkampf. Wie vorhin auch. Soll ich mal anfangen? Ja. Ich fange an. Tja, ein Bein hochklappen und ist breit. 3, 2, 1 und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, 9. Bisschen langsamer sogar gewesen wäre als vorhin. Naja, du musst es erst mal schaffen. Tja, bitte sehr. Dankeschön. Bereit machen. Jawohl. Auf die Plätze, fertig, los! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gut! Reicht das, 9 Sekunden. Ja. Vielleicht war der eine minimal oder der andere ein bisschen schneller, macht nichts, aber ungefähr gleich war man, das ist wichtig. Versuch unsere Zeit zu schlagen. Ansonsten, wenn es noch nicht ganz gereicht hat, nochmal probieren. Wenn du es geschafft hast, wunderbar. Gut. Finito. Zweite Übung. Wir brauchen die Handtücher eigentlich nicht mehr. Wir bauen die Handtücher ab. Handtücher weg, okay. Doch. Doch, wir brauchen die Handtücher doch. Wir brauchen die Handtücher doch. Wir gehen kurz was trinken und bauen dann einfach um. Wir können alles liegen lassen. Passt, bis gleich. Tja, wir sind wieder da. Chris, du darfst das Tor gleich mal in die Mitte schieben. Ja. Schnapp dir deine vier Tücher. So, die vier Tücher, wir haben jetzt ja Tiere gefüttert. Wir haben die Felder gepflegt und jetzt müssen wir unsere Geräte bzw. den Stall noch putzen. Ja. Okay. Schaut jetzt alles gleich aus. Egal, wir stellen es uns so vor. Traktor hier hin. Okay? Also quer, das Handtuch quer zum Tor. Traktor. Tja, bisschen Abstand, selbe Linie. Anhänger. Den Mähdrescher. Und als letztes immer noch den Stall. So. Schauen wir mal. Vielleicht gehst du noch ein bisschen zur Wand. Du schaffst es mit deiner Fußgröße sowieso. Wir gehen noch ein bisschen zur Wand rüber mit unseren vier Tüchern. So. Gut. Die zwei Klopapierrollen, Hütchen, Flaschen, was auch immer, stellst du jetzt im selben Abstand, okay, im selben Abstand ungefähr hier hin. Richtung Wand. Tor ist da drüben. Wir dürfen das Tor sogar noch, dann schieben wir es eben, wenn wir es andersrum machen, die andere Seite. So. Ja, das kommt. Okay. Letzte Übung. Technik. Wir putzen, wie gesagt, unseren Hof, unsere Geräte. So. Schauen wir nur, ich gehe ein bisschen näher ran. Mit dem hier zumindest. Unsere vier Sachen, die jetzt geputzt werden müssen. Linker Fuß drauf, okay.
putzen, lass den Ball einfach entlang rollen. Das Handtuch, okay? Entlang rollen lassen, anhalten und nochmal. Entlang rollen, anhalten. Fuß wechseln nach vorne, okay? Rechter Fuß. Was war das eigentlich? Der Mähdrescher, gell? Mähdrescher. Rechter Fuß, dazwischen anhalten. Bauernhof noch, Stall. Bauernhof ist ja alles Stall. Putzen, okay? Linker Fuß anhalten, zum Schluss. Lieblingsfuß nach vorne. Ronaldo links wieder. Und Schluss. Mit rechts in die Ecke. Okay? Alles klar. Also Bauernhof ist sehr viel Ronaldo-Tricks heute, aber nur so. Es ist ein schwerer Trick, darum will ich heute auch keine Vermischung haben, sondern wir machen eigentlich die ganze Einheit nur den einen Trick, weil viel Wiederholungen heißt schneller lernen, bis wir ihn beherrschen. Okay? Darum heute nur den einen Trick, wenn du dich zu Hause fragst. Das Drumherum haben wir natürlich immer ein bisschen anders verpackt. So, putzen, Traktor, putzen, anhalten. Und stopp. Jetzt gehen wir nochmal zurück, da gab es jetzt zwei Unterschiede. Beim zweiten Mal, also den Anhänger hast du besser geputzt. So, beim ersten hast du das Bein in der Luft gelassen, so. Ja. Okay, ich möchte aber, dass du einen Zwischenschritt machst. Das habe ich jetzt vorher noch nicht gesagt, absichtlich, weil ich gehofft habe, dass du es so machst. So, ist aber nicht richtig, stell den Fuß einmal ab, okay? Putzen, abstellen, drauf. Okay. Putzen, abstellen, drauf. Mit links nochmal drauf, bitte. Okay. Wechseln, okay? So. Putzen, rechts abstellen, drauf. Putzen, abstellen, drauf. Okay? Wir halten hier auch, ich habe vorher mit links angehalten, gell? Das war Käse. Okay. Wir halten mit rechts auch an. Also hier immer mit links anhalten, da mit rechts anhalten. So, schieben, wie du magst, ist jetzt nicht so wichtig. Und pam. Jetzt hab ich den Trick geschafft, obwohl ich das rechte Bein gar nicht neben dem Ball hatte. Es geht, okay? Wenn du dir noch nicht ganz sicher bist, rechtes Bein knapp neben dem Ball, Kickbein. Okay? Alles klar. Gut, du darfst. So, den kannst du abstellen. Ja. Also. Traktor, putzen, abstellen, drauf. Putzen, abstellen, drauf. Jetzt darfst du wechseln und jetzt nur noch der rechte Fuß. Putzen, rechts, abstellen, drauf. Putzen, abstellen, drauf. Lieblingsfuß. Rechtes Bein neben dem Ball. Kickbein. Schön. Und Schuss. Gut. Vier Durchgänge wieder. Und du darfst gleich den nächsten machen. Je sicherer du dich fühlst, desto schneller darfst du werden. Und das klack, klack, klack. Putzen, stellen, drauf. Wechsel. Putzen, stellen, drauf. Und nochmal putzen, stellen, drauf. Jawohl, schieben. Neben Ball. Ja, und Kickbein. Noch zwei. Schon schneller werden, mehr Richtung Erwachsenentempo gehen. Wir machen nachher einen Erwachsenenwettkampf. Schuss. Stall ist noch nicht sauber. Jetzt ist es sauber. Sehr schön. Schieben. Kickbein. Gut. So. Du fängst wieder an. Okay. Wie viel Runden? Du nimmst dir wieder alle Zeit, die du brauchst, bis du den Wettkampf startest. Wenn du dich sicher fühlst, los. Wir zwei machen heute Erwachsenentempo. Okay. Das haben wir, glaube ich, schon mal gemacht beim letzten Wettkampf, dass wir Erwachsenentempo machen. Und du versuchst es trotzdem, uns zu schlagen.
Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wie gesagt, wir machen ein Erwachsenentempo. Gib einfach dein Bestes. Wenn du es sogar schaffst, uns zu schlagen, schreib es in die Kommentare rein. Wir sind gespannt, okay? Viel Erfolg zu Hause. So, du probierst einfach so schnell du kannst. Wie viele Runden? Eine? Oder? Wir machen wieder vier. Vier Runden? Wer zuerst vier Tore hat, ja? Okay, okay. Okay? Gut. Und auf geht's. Was schon los? Auf die Plätze, fertig, los! Eins. Ich habe eigentlich eine Uhr. 15. Die Zeit habe ich hier. 30 Sekunden. Genau geschaut habe, ungefähr 54 waren es. An der Zeitschleife unten siehst du ja, ob ich richtig geschaut habe. Aber ich glaube 54, das müsste schon sein. So, wo geht's los da hinten? Jawohl. Dann, bist du bereit? Ja. Auf die Plätze, fertig, los! Stopp mit dem Fuß zwischendrin. Nö, nö. Ach, das ist er nicht. Hast du das gemacht? Ja, klar. War keine Pflicht. 35. Oh, jetzt willst du es auch schon. Jetzt sind es 40. Wie? 40 Sekunden hast du schon. Arsch, Mann! 45. Na, ganz knapp. 48, 49. Aber 10 hast du noch gewonnen. Ohne okay. Aber. Ja, du hast jetzt zwar gut, dass du sagst, mir ist es gar nicht so aufgefallen, dass du den Ball angehalten hast. Ich habe es jetzt komplett, für zu Hause nochmal zum Anfang, Schatz her, ich habe es jetzt komplett ohne Anhalten gemacht. Also geputzt, zack und sofort wieder geputzt. Habe aber meinen Fuß trotzdem abgestellt dazwischen, gell? Also rechts, abstellen. Bist du noch ein bisschen schneller. Gut, wir müssen umbauen. Andere Seite. Ja. Tor wieder ein bisschen rüber. Schau mal, ja, ich check mal, das passt. Na, ein bisschen rüber nicht mehr. Ja. So. Das passt. Gut. Gut, nächste Runde. Wir putzen weiter unsere Geräte. Wir fangen mit dem Anhänger an. Okay? So. Wir sind wieder leider nur mein Rücken jetzt. Macht nichts. Ich hoffe, ihr könnt den Ball erkennen. Rechter Fuß auf den Ball. Putzen nach vorne. Okay? Also Schultern sind jetzt nach vorne gerichtet. In Richtung der Geräte. Also. Anhänger putzen. Traktor putzen, vorwärts. Gesehen? Mhm. Dasselbe geht auch rückwärts. Schau, dass dich der Ball nicht einholt. Also du musst mit dem Ball mitgehen. Du ziehst rückwärts. Fuß ist mir eigentlich egal. Was war denn das hier? Der Stall, gell? Ja. Rückwärts, ich fange mal mit dem Lieblingsfuß an. Stall, zurückgehen, anhalten. Okay, anderer Fuß. Das letzte, das war der Mähdrescher, gell? Mähdrescher. Ziehen. Rechts nach vorne spielen, immer. Okay, alle spielen mit rechts nach vorne. Ronaldo rechts bleibt, kriegt Bein,
Schuss links. Jetzt mache ich es nochmal ein bisschen schneller, dann kannst du zu Hause nochmal zuschauen. Also, so, ich nehme lieber den Lieblingsfuß, vorwärts abstellen, anderer Fuß vorwärts abstellen, rüber. Lieblingsfuß rückwärts abstellen, rechts nach vorne, rechts Trick, Schuss links. Okay? Gut. Chris, du darfst. Ja. 4 Runden. So sauber wie möglich wieder am Anfang. Egal, welche. Du musst nur wechseln nach dem ersten Gerät, nach dem Anhängen. Okay, schieben, abstellen ist wichtig mit dem gleichen Fuß. Rollen, abstellen. Nicht schieben, rollen, wollte ich sagen. Rüber ein bisschen. Genau. Rollen und sofort abstellen. Hinter? Ja, genau. Der Ball darf dich nicht einmal rechts nach vorne. Ja. Und Ronaldo wieder, Kickbein. Schuss. Gut. Linker Fuß. Wie du magst. Wir wollen abstellen, anderer Fuß. Genau. Ein weiter Schritt zurück, so ist gut. Nicht zu schnell rollen. Ja. Ja. Abstellen. Noch einmal stoppen? Ja. Nein, den Fuß abstellen auch. Ach so. Ja, rechts. So. Einen Schritt noch machen. Warte, mach noch einen Schritt. Genau, lass ihn ruhig weiter rollen. Lass ihn weiter rollen. Abstellen, rollen, nach vorne. Gut. Ah, okay. Genau. Ist jetzt nicht der Zielvorliegen, was du gedacht hast. Ja, genau. Ja, beim Zielvorliegen bleibt der Fuß in der Luft. Ich möchte aber, dass wir diese Bewegung hier üben. Wir rollen, stellen den Fuß ab, lassen ihn vorbeirollen, gehen mit rechts nach vorne. Okay? Okay. Rollen, super, ohne Unterbrechung. Rollen, abstellen, rechts nach vorne. Gut. Es waren 4. Ja. Ach so, okay. Machen wir Wettkampf? Ja. Jetzt machen wir nochmal einen Live-Wettkampf, würde ich sagen. Du gegen die Kinder, okay? Okay. Du bist ein schnelles Kind, kein Erwachsener. Erwachsenentempo machen wir jetzt nicht, haben wir vorher gemacht. Du bist ein schnelles Kind. Ja, okay. Wobei du wärst als Erwachsener, bist auch nicht viel schneller. Mach einfach so schnell du kannst. Das packen die locker. Nee, geht gar nicht. Du musst auch den Ball nicht anhalten, das hast du echt schon gut gemacht. Okay. So. Und auf die Plätze, fertig, los. Ich schaue auf die Uhr. 4 Tore, ja. Sekunden. Soll ich ihn trotzdem machen? Ja. Ob sie mich auch schlagen? Ja, ja. Komm, ich mache auch. Also, Chris, seine Zeit 53 Sekunden. Die schlägst du wahrscheinlich auf jeden Fall. Jetzt wird es ein bisschen schwerer, jetzt musst du meine Zeit schlagen. So, du machst Kommando. So, dann bist du bereit? Ja. Auf die Plätze, fertig, los.
15. Fuß absetzen nicht vergessen. Ja, Fuß absetzen. Welchen arbeite mit links Fuß? Ich habe mit links getroffen, links abgesetzt. Ja, ja, ja. 30. 30. Rechts absetzen, links absetzen. Okay. So, muss ich Gas geben. 40. Und 50 ganz. Yes! Aber wir waren beide schnell. Ja. Gut. Wir haben beide Seiten, oder? Beide Ronaldos. Habe ich nichts vergessen? Nee. Dann war es das wieder für heute. Vielen Dank fürs Mitmachen. Übt den Ronaldo immer wieder, versuche uns zu schlagen in den Challenges. Bin mir sicher, es wird nicht lang dauern. Dann hast du uns zwei Langbeiner geschlagen. Du wirst ja noch länger wachsen. Okay, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Mitmachen und bis dann. Ciao, ciao.